Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zwei Tage vor dem EU-Gipfel verschlimmert sich die Euro-Schuldenkrise immer weiter und sie bedroht auch ein Land, das als zu groß für jeden Rettungsschirm gilt. Unsere Themen. Unter Druck, wie Mario Monti Italien retten will. Aus Einsamkeit, immer mehr Senioren sind alkoholkrank. Im Windschatten, wie Politiker den Fußball für sich nutzen. Eigentlich sollen die gigantischen Rettungstöpfe der Eurozone ja die Märkte beruhigen. Aber das tun sie nicht. Gestern zum Beispiel rief Spanien erst seine EU-Partner um Hilfe. In der Nacht stufte dann die Ratingagentur Moody's 28 spanische Banken drastisch herunter. Und heute verlangten Investoren bis zu dreimal so hohe Zinsen für frische Kredite. Und auch Italien musste heute deutlich mehr für neue Kredite bezahlen. Von Vertrauen der Märkte also keine Spur. Auch die Italiener selbst beginnen zu murren. Ex-Regierungschef Berlusconi, der droht schon mit einem doppelten Comeback, seinem eigenen und dem der Lira. Premier Mario Monti versucht gegen all diese Kräfte Italien zu reformieren. Und jetzt vor dem EU-Gipfel muss er seine bisher wichtigste Abstimmung überstehen. Peter Dahlheimer. Ausgerechnet heute und ausgerechnet Monte dei Paschi di Siena. Die älteste Bank der Welt braucht eine Finanzspritze, weil sie auf zu vielen italienischen Staatsanleihen sitzt, die deutlich an Wert verloren haben, nachdem Italien immer weiter herabgestuft wurde. Kein guter Start für Mario Monti, als er heute im Parlament erscheint, zur Abstimmung über die seit langem diskutierte Reform des Arbeitsmarktes. Draußen vor dem Parlament protestieren wie üblich die Gewerkschaften dagegen, dass so der Kündigungsschutz aufgeweicht wird. Wer in Zukunft entlassen wird, dessen Rechte, sich wieder einzuklagen, werden deutlich geschmälert. Der Arbeitsmarkt in Italien erstarrt, 10% die Arbeitslosenquote, bei Jugendlichen 33%. Die Arbeitsmarktreform, ein wichtiger Stein in Montis Reformbaukasten. Gleich nach Amtsantritt hatte er Steuern und Abgaben erhöht, deswegen die Monti-Euphorie in Italien inzwischen verflogen. Bei ihm zahlen immer die gleichen. Wir Arbeiter sind für ihn wie ein Geldautomat, da holt er sich die Kohle. Viel zu viele Steuern, ich bin nicht zufrieden. Ich hoffe, jetzt kommt endlich mal was Konkretes. Die Mehrheit im Parlament für seine Arbeitsmarktreform wird ihm sicher sein. Sogar bei der Linken, die ihm, wie Laura Garavini von der Demokratischen Partei, volle Unterstützung bis zum Ende der Legislaturperiode zusichert. Allerdings wackelt die Rechte. Ex-Premier Silvio Berlusconi zündelte vergangene Woche. Monti müsse zählbare Resultate vom EU-Gipfel mitbringen, andernfalls werde seine Partei Monti und dessen Regierung den Stecker herausziehen. Wir unterstützen Monti unter der Bedingung, dass er sich Bundeskanzlerin Merkel klar entgegenstellt, sich um die Interessen Italiens kümmert und dass er Ergebnisse bringt. Auch Monti selbst ist mit Angela Merkel in vielem nicht einig. Er fordert zum Beispiel Eurobonds, die die Kanzlerin vehement ablehnt. Dass Merkel beliebt ist in Italien, wäre übertrieben. Auf Deutsch fordert die wichtigste Wirtschaftszeitung die Kanzlerin auf, sich zu bewegen und vom strikten Spardiktat abzuweichen. Der Karikaturist des Corriere della Sera lässt Monti zu Angela Merkel sagen: Italien ist nicht Griechenland, das werden wir dir am Donnerstag zeigen. Gemeint das Viertelfinale bei der Europameisterschaft, aber auch der EU-Gipfel. Er werde nicht nach Brüssel fahren, um ein schon vorgefertigtes Dokument zu unterzeichnen, sagt Monti heute im Parlament, mit sorgenvollem Blick auf die Achse Paris-Berlin. Als Erfolg für Monti melden jedenfalls Italiens Medien, dass Kanzlerin Merkel nächste Woche zu Zweiergesprächen mit Monti nach Rom kommen will. Ja, aber davor kommt erst einmal der EU-Gipfel an diesem Donnerstag. Bisher hechelte noch jeder Gipfel den Schuldenproblemen der Eurozone hinterher. Und das Rezept gegen die Krise lautete jedes Mal noch mehr Geld. Aber jetzt kommen aus der ganzen Welt dringende Appelle, das Problem grundlegend zu lösen. Die Chefeuropäer von Eurogruppe, EU-Kommission, EU-Rat, Europäischer Zentralbank, sie haben gemeinsam dazu radikale Vorschläge gemacht, wie heute bekannt wurde. Zusammengefasst lauten sie: mehr Macht für Brüssel, mehr Geld aus Berlin. Zu letzterem allerdings soll die Bundeskanzlerin heute vor der FDP-Fraktion gesagt haben, gemeinsame europäische Schulden, also Eurobonds,
werde es nicht geben, solange sie lebe. Die Visionen in Brüssel sind also vorerst genau das, Visionen. Christian Feld. Er hatte schon bessere Tage, der Euro. Jetzt ist er ein Sorgenkind. Ein Patient, über den sich ganz viele Ärzte beugen, mit noch mehr Ratschlägen. Und wieder einmal vor einem Gipfel große Worte und Mahnungen zum Handeln. Wir müssen deutlich die Vision beschreiben, wohin Europa gehen muss, und einen konkreten Weg, wie man dahin kommt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Dringlichkeit in allen europäischen Hauptstädten voll verstanden wird. Am Donnerstag werden sich die aus den Hauptstädten wieder zum Gipfelfoto in Brüssel aufstellen, um dann über seine Vorschläge zu diskutieren. Ratspräsident Herman Van Rompuy hat Ideen aufgeschrieben, 7 Seiten nur, aber mit ausreichend Konfliktpotenzial. Eine Bankenunion soll den Schaden durch marode Geldinstitute begrenzen. Dazu soll eine mächtige europaweite Bankenaufsicht her, die alle Geldinstitute überwacht und, wenn nötig, kontrolliert abwickelt. In Krisensituationen sollen sich die Banken europaweit untereinander helfen. So wie in Deutschland soll es überall erstens Abwicklungsfonds geben und zweitens Sicherungsfonds für die Spareinlagen der Kunden. In diese Fonds zahlen die Banken ein, als Rückhalt, so die Vorschläge, könnte aber auch der Euro-Rettungsschirm ESM dienen. Doch nicht nur eine Bankenunion soll dem Euro helfen, auch eine in Zukunft enger verzahnte Finanzpolitik. So soll über die Schuldenobergrenze eines Mitgliedstaates gemeinsam von allen beraten werden. Überschreitungen müssten genehmigt werden. Nicht beschrieben ist allerdings, wer genau das in Zukunft kontrollieren und genehmigen soll. Die Ausgabe gemeinsamer Schuldscheine sei denkbar, so das Papier, je nachdem, wie das Zusammenrücken gelinge. Und da ist sie wieder, die Diskussion um gemeinsame Schulden, um Eurobonds oder andere Varianten. Deutschland hält davon zumindest kurzfristig nichts. Und so heißt es in einer ersten Reaktion, der Van Rompuy-Bericht lese sich streckenweise wie ein Wunschzettel. Da bleibt Gesprächsbedarf. Wir müssen realistisch sein, was wir von einem einzelnen Gipfel erwarten können. Oder mit anderen Worten, der Euro bleibt ein Sorgenkind. Ja, Rolf-Dieter Krause in Brüssel, so eine grundsätzliche tiefe Umgestaltung der EU, wie sie Christian Feld da eben skizziert hat, die kann ja wohl nicht schon diese Woche beschlossen werden, oder? Nein, das ist nicht drin. Das ist ein erster Vorstoß, wobei man sagen muss, in dem Papier steht eigentlich sehr viel drin, was schon bekannt ist und was bisher abgelehnt worden ist. Es kommt in anderer Form daher. Eigentlich geht es um Eurobonds und darum, dass die Banken direkt Geld aus dem europäischen Stabilitätsmechanismus kriegen können. Und das Ganze wird ein bisschen anders verpackt, mit neuen Regeln versehen, mit neuen Kriterien, wobei im Papier nicht steht, dass in Europa die Regeln bisher noch alle mal gebrochen wurden und dass eigentlich nicht so mit Füßen getreten wurde wie die Kriterien, sowohl bei der Beitrittspolitik wie auch bei der Gründung der Eurozone. So viel also erstmal zu diesen grundlegenden Visionen eines grundlegenden Umbaus. Aber was kann man denn überhaupt von diesem bevorstehenden Gipfel erwarten? Dieser Gipfel wird erstmal noch Krisenbewältigung leisten müssen, denn Spanien geht es nicht gut, ob der Plan aufgeht, da nur für die Bankenhilfe zu leisten. Dahinter stehen Fragezeichen. Zypern ist das erste Mal dran. Die Finanzminister werden sich morgen in einer Telefonkonferenz mit beiden Ländern befassen. Italien macht zusätzlich Sorgen. Und dann gibt es da immer noch Griechenland. Das will Zeit haben für seine Reformpolitik. Und Zeit kostet Geld. In diesem Fall ist sie auf einige zig Milliarden Euro zu beziffern. Damit wird man sich befassen. Und dieses Papier, was heute von den 4 Weisen vorgelegt wurde, also Barroso, Van Rompuy, Draghi und Juncker, das wird allenfalls das erste Mal diskutiert werden, nicht beschlossen. Vielen Dank, Rolf-Dieter Krause in Brüssel. Bitte. Die europäische Schuldenkrise nimmt also immer mehr an Fahrt auf. Und dazu jetzt auch der Kommentar von Sigmund Gottlieb vom Bayerischen Rundfunk. Es ist nicht übertrieben. Das sind Schicksalstage für Europa. Die Krise hat inzwischen ein Tempo und eine Komplexität erreicht, dass es einem schwindlig wird. Griechenland fast schon geschenkt, Spanien ist das Problem. Und jetzt noch Italien, ein noch größeres Problem. Rom muss seine ersten Banken stützen, die Schulden explodieren. Der Regierungschef steht mit dem Rücken zur Wand und versucht zu Hause Bella Figura zu machen, indem er Druck auf die Kanzlerin ausübt. Liebe Angela, übernimm doch bitte meine Schulden. Auf diesem Ohr ist Angela taub, Gott sei Dank nach wie vor. Ich weiß nicht, was in den nächsten Tagen auf dem Gipfel in Brüssel passiert, ob überhaupt etwas passiert. Wir haben schon zu viele Luftnummern dort erlebt. Doch im Nebel wird erkennbar, wohin die Reise gehen könnte.
Europa will seine Probleme durch noch mehr Europa lösen. Klingt gut, aber heißt im Klartext, nationale Kompetenzen ab nach Brüssel. Das wäre ein massiver Einschnitt. Bei uns geht das nicht ohne Änderung des Grundgesetzes, ohne Befragung der Bevölkerung. Wer nationale Haushaltsmacht an Brüssel abgeben will, muss seine Bürger fragen. Es geht nämlich um nicht weniger als um den Eingriff in unser Eigentum, unsere Ersparnisse, unsere Steuern. Nicht ohne das Volk. Das weiß die Kanzlerin, das weiß ihr Finanzminister. Ich bin mir sicher, kein Spitzenpolitiker in Europa hat in diesen Tagen einen Masterplan, wie diese Megakrise zu lösen ist. Das muss man den Menschen erklären. Und dass es noch mindestens ein Jahrzehnt dauern wird, bis die Probleme halbwegs gelöst sind. Wir brauchen Geduld. Wer hat den Mut, uns das endlich zu sagen? Sigmund Gottlieb kommentierte. Nun, in Griechenland sollte Vassilis Rapanos eigentlich Finanzminister der neuen Regierung werden, doch er zog sich gestern aus gesundheitlichen Gründen zurück. Wer nun als Ressortchef die Schulden in den Griff bekommen soll? Dazu Jan Hofer. Der Wirtschaftsprofessor und ehemalige Banker Stonaras soll jetzt neuer Finanzminister in Griechenland werden. Stonaras will einen Ausstieg aus dem Euro verhindern. Er fordert Reformen und eine Verschlankung des Staates. Bei einer Buchvorstellung rief er heute seine Landsleute zu Realismus auf. Die Griechen hätten einen schwierigen Weg vor sich, aber das Land habe großes Potenzial, so Stonaras. Vor der für Freitag im Bundesrat und Bundestag geplanten Abstimmung über den dauerhaften Euro-Rettungsschirm ESM und die Sparziele des Europäischen Fiskalpaktes haben die Parlamentsfraktionen heute noch einmal beraten. SPD und Grüne haben zugesagt, mit der schwarz-gelben Koalition zu stimmen. In allen Fraktionen gibt es nach wie vor Kritiker. Die Fraktion der Linkspartei will geschlossen dagegen stimmen und gegebenenfalls Verfassungsklage einreichen. Die Börsendaten. Der Dow Jones schloss an der New Yorker Wall Street im leichten Plus bei 12.534 Zählern. In Frankfurt ging der DAX mit 6.137 Punkten aus dem Handel. Das entspricht einem geringfügigen Plus von 0,1%. Positiv aufgenommen wurde in Frankfurt die jüngste Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung. Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Die Kauflaune der deutschen Verbraucher ist gestiegen, obwohl sich die Krise verschärft hat. Euro-Krise, ja, die haben wir, gaben Deutschlands Verbraucher in der Umfrage an. Persönlich aber würden sie diese nicht spüren. Zwar rechnen die Verbraucher damit, dass die deutsche Wirtschaft über kurz oder lang nachlassen wird. Für sich selbst aber sehen sie alles andere als schwarz. Es gab Lohnerhöhungen, die Inflation geht zurück. In nächster Zeit planen viele Verbraucher sogar mehr Geld für große Anschaffungen auszugeben. Die Konsumforscher stellen fest, dass sich immer mehr zeigt, dass sich Reformen auszahlen. Über die Jahre ist die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähiger geworden. Der Lohn der Arbeit sei bei den Verbrauchern angekommen. Viele sind beschäftigt, die meisten bleiben optimistisch. Deshalb geben sie weiter Geld aus. Am Donnerstag entscheidet das oberste Gericht der USA über das größte innenpolitische Projekt Obamas und damit vielleicht sogar über dessen Chancen für eine Wiederwahl. Es geht um die Gesundheitsreform. Barack Obama hatte im Wahlkampf 2008 eine Krankenversicherung für alle Amerikaner versprochen und er hat es eingelöst. Bis 2014 soll die Pflichtversicherung für alle in Kraft treten. Wer sich dann nicht versichert, muss Strafe zahlen. Und genau dieser Zwang aber, der spaltet das Land. Für viele Europäer ist schwer verständlich, was man gegen eine allgemeine Krankenversicherung haben könnte. Dina Hassel erklärt die Kontroverse und die politischen Hintergründe. Die angeblich schweigende Mehrheit, auch heute protestiert sie laut und aggressiv gegen das, was sie sozialistisches Teufelszeug nennt. Vor dem obersten Gerichtshof warten Anhänger und Gegner der Gesundheitsreform auf das alles entscheidende Urteil. 9 politisch ernannte Richter könnten die wichtigste Reform Obamas kippen, das Herzstück seiner ersten Amtszeit. Nur wenige Monate vor der Wahl wäre dies ein Desaster für den Präsidenten. Selten hat der Supreme Court ein Urteil von solcher Tragweite gesprochen. Und er ist das Zünglein an der Waage, Richter Kennedy, ein Konservativer, noch ernannt von Ronald Reagan, aber auch einer, der nicht immer nach Parteilinie stimmt. Herausforderer Mitt Romney nutzt die Schlacht um die Krankenversicherung geschickt für seinen Wahlkampf. Auf Tour in Virginia hat er heute klargestellt, mit ihm wird es keine staatliche Krankenversicherung geben, selbst wenn das Gericht die Reform durchwinken sollte. Wenn das Gesetz bleibt, brauchen wir einen Präsidenten, der Obamacare abschafft. Ich will dieser Präsident sein, gleich vom ersten Tag an.
Das kommt an bei den Konservativen. In dieser gemeinnützigen Klinik in Washington aber klingen solche Worte eher wie eine Drohung. Hier werden all jene behandelt, die so sehr auf Obamas Reform hoffen. Denn ohne Krankenversicherung gibt es keine Behandlung, keine Medikamente, keine Hilfe. Ein Albtraum für mehr als 30 Millionen Amerikaner. Vor allem für junge Menschen wie Susanna hat das neue Gesetz bereits viel verbessert. Sie konnte zurückwechseln in die Versicherung ihrer Eltern. Eine enorme Erleichterung, denn Susanna hat Asthma. Dass viele Amerikaner das Gesetz als Bevormundung empfinden, begreift sie nicht. An meinem 21. Geburtstag wurde ich aus meiner Krankenversicherung geworfen. Ich verstehe, dass sich Menschen nicht gerne sagen lassen, was zu tun ist. Aber hier zwingt man uns nicht, etwas Gefährliches zu machen, sondern man sorgt dafür, dass wir ein Sicherheitsnetz haben. Der Präsident im Burgershop. Obama gibt sich heute ganz entspannt. Auf Wahlkampftour in Georgia lässt er sich nicht anmerken, dass diese Woche für seine Wiederwahl entscheidend sein könnte. Obamas Botschaft: An der Schlammschlacht um die Gesundheitsreform beteiligt er sich nicht. Wir müssen die Schlacht um die Gesundheitsreform nicht noch einmal schlagen. Es ist richtig, wenn sich nun 3 Millionen junge Menschen über ihre Eltern versichern können. Es ist richtig, wenn wir für Senioren Medikamente bezuschussen. Und es ist der richtige Weg, 30 Millionen Amerikanern erstmals eine Versicherung zu ermöglichen. Richtig, aber eventuell verfassungswidrig. Die Gegner, die vor dem Supreme Court protestieren, wollen nicht ruhen, bis die Krankenversicherung gekippt ist, juristisch oder politisch. Dabei würden auch sie von der Reform profitieren. Aber das zählt nicht in hitzigen Wahlkampfzeiten. Und nicht, wenn Obamacare den Namen des verhassten Präsidenten trägt. Auch Europa hat ein Gesundheitsproblem. Auf keinem Kontinent wird so viel Alkohol getrunken wie auf dem unseren. Meist hören wir von Alkoholexzessen bei Jugendlichen, wie etwa beim Komasaufen. Aber am heutigen Weltdrogentag richten wir den Blick auf eine andere Altersgruppe, auf die Senioren. Etwa 400.000 über 60-Jährige in Deutschland sind abhängig vom Alkohol und die Zahl steigt. Das Erschreckende, viele entwickeln ihre Sucht erst nach der Pensionierung. Esther Neumeier berichtet. Der erste nach der Arbeit war immer gleich erstmal zum Kiosk ein Bier holen und das Verlangen war einfach da. Und die Entzüge habe ich gemerkt, zittrige Hände, Schwitzen. Jürgen Kleber ist Alkoholiker. Seit 3 Jahren bewältigt der 60-Jährige seinen Alltag allerdings ohne zu trinken, dank einer Therapie. Seit kurzem arbeitet der Alleinstehende gegen einen geringen Lohn beim Diakonischen Werk Berlin-Stadtmitte. Dort fühlt sich der ehemalige Polizist aufgehoben. Das war früher anders. Ja, mir fehlte der Freundeskreis, dann kam Unzufriedenheit dazu, Probleme und ich hatte eben keinen, an den ich mich wenden konnte. Immer mehr ältere Menschen vereinsamen, flüchten in den Rausch. Experten gehen derzeit von rund 400.000 Betroffenen aus und die Zahl steigt. Allein aufgrund der demografischen Entwicklung. Oft fällt die Alkoholabhängigkeit erst auf, wenn die Erkrankten in die Klinik oder ins Seniorenheim kommen. Pflegekräfte und vor allem Hausärzte müssten viel genauer hinschauen, raten Experten. Denn Symptome wie Zittern, Kreislaufprobleme oder Schwitzen würden oft als Alterserscheinung missinterpretiert. Zudem sei Alkoholabhängigkeit gerade im Alter ein Tabuthema. Einmal wird es häufig noch weniger erkannt als im jüngeren Alter, weil der Alkohol häufig versteckt ist. Man denkt so an Doppelherz oder Kräuterfrau-Melissengeist. Das gehört so dazu, dass man das nach dem Essen trinkt. Und vielen ist nicht klar, dass das letztlich einfach hochprozentiger Alkohol ist, der dort getrunken wird. Anderes Problem ist, dass viele ältere Menschen natürlich viele verschiedene Medikamente nehmen und es hier zu vielen Wechselwirkungen kommt. Es fehlen Therapieangebote für Senioren. Selbsthilfegruppen wie diese hier in Schleswig, nur für ältere Alkoholkranke, die gibt es kaum. Wir wissen, dass eine Alkoholbehandlungstherapie bei denjenigen älteren Menschen, die erst im Alter in den Alkoholismus geraten sind, recht hohe Erfolgsraten aufweist. Sucht im Alter, ein unterschätztes, aber nicht aussichtsloses Problem. Das zeigt, alle müssen umdenken. Jürgen Kleber hofft vor allem eines, dass er nie wieder das Gefühl hat, ganz allein zu sein. Die Türkei geht nach dem Abschuss eines Militärjets durch Syrien auf Konfrontationskurs. Einzelheiten dazu von Jan Hofer.
Ministerpräsident Erdogan kündigte an, bei weiteren Zwischenfällen mit Gewalt zurückzuschlagen. Zugleich bezeichnete er den syrischen Präsidenten Assad als blutdürstigen Diktator, der gestürzt werden müsse. Auf Antrag der Türkei befasste sich heute die NATO mit dem Flugzeugabschuss. Generalsekretär Rasmussen verurteilte den Vorfall, äußerte sich aber zurückhaltend zu möglichen Konsequenzen. Die Erklärung war kurz und wie erwartet, nachdem die NATO ihre Beratungen über den Abschuss des türkischen Kampfjets durch Syrien beendet hatte. Sie verurteilt diesen Abschuss und sie sichert der Türkei politische Unterstützung zu. Die Sicherheit der Allianz ist unteilbar. Wir stehen mit der Türkei zusammen im Geist starker Solidarität. Schärfer äußerte sich heute der türkische Regierungschef Erdogan. Ähnliche Aktionen Syriens würde die Türkei nicht mehr hinnehmen. Die Einsatzbefehle unserer Truppen wurden geändert. Wenn sich syrische Truppen unserer Grenze nähern, werden sie als Bedrohung angesehen und als militärisches Ziel behandelt werden. Bei der NATO hofft man, dass dies durch Besonnenheit vermieden werden kann. Zu Militäraktionen besteht hier wenig Neigung. Syriens Präsident Assad hat am Abend in Damaskus erneut von einem Kriegszustand in seinem Land gesprochen. Deshalb müssten alle Kräfte in den Dienst des Sieges gestellt werden, sagte Assad. Seit Beginn der Massenproteste in Syrien im März 2011 sind dort Menschenrechtsaktivisten zufolge mindestens 10.000 Menschen getötet worden, die meisten von ihnen Zivilisten. Die religiös motivierte Beschneidung von Jungen ist nach einem Urteil des Landgerichtes Köln als Körperverletzung zu werten und damit strafbar. Sie verstoße gegen das Selbstbestimmungsrecht der Kinder, so die Richter. Das gelte auch dann, wenn Eltern dem Eingriff zustimmten. Der Zentralrat der Juden in Deutschland nannte das Urteil einen unsensiblen Akt. Präsident Graumann forderte den Gesetzgeber auf, die Religionsfreiheit zu schützen. Bund und Länder haben sich bei der Solarförderung offenbar auf einen Kompromiss geeinigt. Das verlautete aus Kreisen von Regierung und Opposition. Demnach soll die Vergütung von Solarstrom aus Dachanlagen weniger stark gekürzt werden als bislang geplant. Die Fördergelder für Photovoltaikanlagen sollen bei einer erreichten Leistung von 52.000 Megawatt auslaufen. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat soll den Vorschlag morgen beschließen. Die beiden Halbfinalgegner Portugal und Spanien haben zurzeit viel gemeinsam. Beide sind überschuldet und beide brauchen Geld von ihren Miteuropäern. Aber im Fußball, da spielt all das keine Rolle. Morgen kämpfen die Nachbarn gegeneinander um den Einzug ins EM-Finale. Für beide Länder wäre ein Sieg aber nicht nur für die Fußballfans wichtig, sondern wohl auch für die allgemeine Stimmung im Land. Stefan Scharf berichtet. Madrid im Fußballfieber. Aber ein Bericht aus Spanien muss in diesen Tagen natürlich vor seinen Banken beginnen. Das Duell Spanien-Portugal ist irgendwie ein bisschen wie Not gegen Elend, ökonomisch gesehen. Portugal ist ganz unter dem Rettungsschirm, Spanien nun halb. Ich glaube, wir gewinnen gegen Portugal, dann sind wir glücklich und das fördert die Wirtschaft. Ökonomisch geht es uns gleich schlecht, aber ein Sieg wird uns auf andere Gedanken bringen. Spanien gewinnt, meint er, auch gegen Ronaldo. Denn vor ihm haben sie mehr Angst als vor Brüssel, Portugals Superstar Cristiano Ronaldo. Und hier hoffen sie auf ihn, Ortswechsel nach Portugal in den Strandort Figueira da Foz. Von überschäumender Euphorie ist wenig zu spüren, eher Depression. Portugal befindet sich schon seit über einem Jahr unter dem EU-Rettungsschirm. Das Land ächzt unter den Auflagen. Im Restaurant sieht man dem Nachbarduell gelassen entgegen. Spanien war schon immer der große Bruder, aber nun ist er auch, jedenfalls ökonomisch, in die zweite Liga abgestiegen. Portugal ist schon auf einem guten Weg. Es geht uns langsam wieder besser. Und wir wünschen den Spaniern das Gleiche. Ich habe nichts gegen die Spanier, aber wir gewinnen. Das Politische bleibt morgen außen vor. Hauptsache, Portugal gewinnt. Natürlich haben die Portugiesen mächtigen Respekt vor dem gepflegten Kurzpassspiel der Spanier und ihrem Meistertrainer Vicente del Bosque. Doch die Zeitungskarikaturisten sehen den Coach mittlerweile gemeinsam auf der Bank mit der Troika aus Brüssel und Beratern des Währungsfonds. Die schreiben ihm die Aufstellung vor. Das Halbfinale der iberischen Sorgenkinder, kein ganz normales Spiel.
Die Europameisterschaft ist in diesen Wochen ja für viele Thema Nummer eins. Der Fußball zieht also fast alle Aufmerksamkeit auf sich. Ich wette, Sie hören jetzt zum Beispiel kaum noch zu, was ich Ihnen erzähle und achten nur noch auf die deutsche Torszene und auf den Jubel. Und das ist genau eine Chance für jede Regierung. Denn in dieser Zeit kann man zum Beispiel neue Steuern und Gebühren, überhaupt alle möglichen Beschlüsse verkünden, die in normalen Zeiten hitzige Diskussionen oder sogar Proteste auslösen würden. Haben Sie das alles überhaupt mitbekommen? Wie geschickt Politiker die Ablenkung der Fußballzeit nutzen, erklärt Svea Eckert. Deutschland im Fußballrausch. Die Herzen schlagen wieder schwarz-rot-gold. Und auch unsere Kanzlerin jubelt mit, regieren in der Euphorie. Bittere Realitäten, serviert in der Halbzeitpause zur besten Sendezeit. Spanien benötigt 100 Milliarden Euro. Wir haben in der Telefonkonferenz geklärt, dass wenn Spanien, und Spanien wird einen solchen Antrag stellen, dann wird er auch positiv von uns unterstützt werden. Taktisch geschickt gespielt, sagt einer, der es genau wissen muss, Ex-Regierungssprecher Thomas Steg. Er saß schon mit Angela Merkel auf der Stadiontribüne. Politiker seien ausgebuffte Kommunikationsstrategen. Sie sagen ganz bewusst, ich nutze beispielsweise wie der Bundesfinanzminister die Halbzeitpause einer Fernsehübertragung mit einer Rekordeinschaltquote, um dort ein Interview zu geben. So viele Menschen gucken mir sonst an keinem Tag zu. 22,3 Millionen an diesem Abend. Fiskalpakt, Rettungsschirm und Milliardenschulden. Zu EM-Zeiten jubelt Deutschland alles weg. Egal, solange Jogi nur sein goldenes Händchen für die Teamaufstellung behält. Politische Grausamkeiten im Schatten der Spiele. Das hat Tradition, etwa zur WM 2010. Auf die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen kommen deutlich steigende Kosten zu. Das gebrochene Wahlversprechen wird zur Randnotiz. Auch die WM 2006, ein fieses Foul am Fußballfan, die Mehrwertsteuer rauf. Eines ist so gut wie sicher, einkaufen wird im nächsten Jahr teurer. Pendlerpauschale gekürzt, Sparerfreibetrag halbiert. Vorsicht, wenn Deutschland jubelt. Es lassen sich sehr unbequeme, die Bevölkerung quälende Entscheidungen, lassen sich etwas leichter, so meint die Politik, durchsetzen, dann, wenn ein erheblicher Teil der Menschen sich im Urlaub befindet, wenn in diesem Sinne eine nette Sommerstimmung da ist. Auf der anderen Seite zu glauben, man könnte jetzt die unangenehmen Sachen so still und heimlich beschließen und die Menschen kriegen das jetzt doch gar nicht mit, weil sie nur dran denken, wie das nächste Spiel ausgehen wird, das kann sich bitter rächen, denn nach der Europameisterschaft kriegen die Menschen das möglicherweise mit und dann fühlen sie sich getäuscht. Also Achtung, Fußballfans, dass sie nicht mit Deutschland gegen Italien zu Bett gehen und morgens aufwachen mit noch mehr Schulden, Eurobonds und einem EU-Finanzminister. Nur mit dem Wetter kann man keine Tricksereien machen. Das ist, wie es ist. Wie es wird, das sagt jetzt im Anschluss Claudia Kleinert. Um 0.15 Uhr informiert sie dann nochmal das Nachtmagazin mit Sven Lorek. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.